Hallo, in diesem Video dreht sich alles um die Frage, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Also wenn du dir gerade Gedanken machst, ob du deinen Partner oder deine Partnerin verlassen sollst. Mein Name ist Wieland Stolzenburg, ich bin Psychologe und begleite Menschen in meiner Praxis mit meinen Büchern und Kursen dabei, glückliche, erfüllte Beziehungen zu führen und einfach zufrieden im Leben zu stehen. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er in einer Beziehung ist, dass in Krisenzeiten, in herausfordernden Zeiten, dass wir an dem Punkt sind, wo wir denken, soll ich mir das Ganze noch antun? Lohnt es sich noch, irgendwie da rein zu investieren, Zeit und Energie und Liebe und all das eben, was eine Partnerschaft auch benötigt? Und ich bekomme viele Anfragen, ob per E-Mail oder eben auch in meiner Praxis, die fragen, soll ich mich jetzt trennen oder nicht? Und ich möchte dir in diesem Video ein paar Gedanken mitgeben, die dir vielleicht deine Entscheidung erleichtern und die dir vor allem eine neue Perspektive auf Beziehungen zeigen. Und zwar der erste Punkt, den ich Menschen immer frage, die sich diese Frage stellen, ist, hast du denn alles dafür getan, dass es sich verbessert? Also wenn du wüsstest, du würdest nie mehr eine andere Beziehung haben können in deinem Leben, würdest du dann sagen, ich habe alles dafür getan, was in meiner Macht steht. Ich habe meine 50% der Verantwortung für das Gelingen der Beziehung, die habe ich eingesetzt, die habe ich investiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind in der heutigen Gesellschaft sehr schnell gewöhnt, die Dinge wegzuwerfen, anstatt ja, sie zu reparieren. Ob das jetzt für Schuhe gilt oder für ein Auto. Und so gilt es auch für eine Beziehung häufig. Und die Frage kannst du dir nur selbst beantworten, ob du das Gefühl hast, du hast all das, was in deiner Macht steht, getan, um die Beziehung zu einer erfüllteren Beziehung zu verändern. Und dazu gehört es unter anderem auch, weiß dein Partner denn, dass du unzufrieden bist? Es gibt so viele Menschen, die fressen den Frust und die Enttäuschung so in sich rein und trennen sich irgendwann. Und der Partner fällt dann aus allen Wolken und hat überhaupt keine Chance, sich zu verändern oder die Dinge, die für dich schwierig waren, ja, seine Verantwortung daran zu übernehmen. Und das ist einfach der zweite Punkt. Weiß dein Partner, dass du unzufrieden bist? Und gibst du ihm und euch die Chance, daran zu wachsen und daran zu arbeiten? Und wenn nicht, dann sprech mit deinem Partner darüber, das, was dir schwerfällt. Am besten nicht, indem du ihm all die Dinge in einem Streit an den Kopf wirfst, sondern in einer ruhigen Minute, dass du ihm erzählst, wie es dir geht und dass dir vielleicht manche Dinge fehlen oder dass dir manche Dinge schwerfallen, so wie er sich verhält. Und die Verantwortung hast du, weil die würdest du doch genauso dir wünschen, wenn dein Partner sich überlegt, sich zu trennen, dass er erstmal mit dir spricht und in Kontakt geht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wiederholen sich die Dinge, die dir gerade schwerfallen, von Partnerschaft zu Partnerschaft. Also wenn das immer das gleiche Thema ist, das dir schwerfällt oder ein ähnliches Thema ist. Und das wäre ein großer Hinweis darauf, dass es vor allem mit dir zu tun hat, mit deiner Lebensgeschichte. Wir wachsen ja alle auf und lernen Beziehungen, indem wir erfahren, wie unsere Eltern Beziehungen führen und noch viel wichtiger, wie die mit uns als Kind und als Baby und als Jugendliche in Beziehung, also in Kontakt treten. Und so nimmt jeder Mensch Fähigkeiten und Ressourcen mit und natürlich auch Verletzungen und wunde Punkte. Und genau die werden immer in Partnerschaften von unserem Partner berührt, weil das sind ja unsere wunden Punkte. Und der andere hat es ziemlich leicht, die zu berühren. Und das gilt es eben auch bei der Frage, soll ich gehen oder soll ich bleiben, zu berücksichtigen, dass du schaust, hat das vielleicht nicht mehr mit dir zu tun wie mit ihm. Natürlich, wenn du Schmerzen hast, wenn dir was schwerfällt, dann möchtest du die zur Seite schieben. Die Frage ist nur, ist der Partner von dir der Verantwortliche dafür oder berührt er nur einen alten Schmerz in dir, der gar nichts mit ihm zu tun hat und hat es demnach recht leicht, dich emotional zu machen oder dass du enttäuscht reagierst oder wütend oder traurig. Und das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, woran du wachsen kannst, wenn du das verstehst, wenn du erkennst, ah, okay, das ist vielleicht ein Teil von diesem Thema, das schwierig ist, das ist mein eigenes. Und wenn du das weißt, dann brauchst du dich erstmal gar nicht trennen, sondern dann ist dein Partner ein super Lehrer, der dir
zeigt, wo du noch wachsen kannst, wo du noch heilen kannst. Und wenn du gehen würdest, du würdest ja diesen wunden Punkt einfach mitnehmen in die nächste Beziehung und der nächste Partner, der hat es dann wieder leicht, genau diesen Punkt zu berühren. Deswegen einfach für dich die Frage, nimm dir Zeit und reflektier das. Und es ist ein langes Thema und auch sehr individuell, dass ich jetzt nicht diese Antwort konkret in dem Video für dich beantworten kann, aber vielleicht hast du ja ein Gefühl. Vielleicht überlegst du dir einfach mal, was in vorherigen Partnerschaften war und ob vielleicht dieses Verhalten von deinem Partner dir auch in anderen Lebensbereichen begegnet, dass dir ja so etwas schwerfällt. Und wenn es dich interessiert, kannst du gerne in mein Buch Beziehungsleben schauen. Da führe ich genau durch diesen ganzen Prozess, die Dinge zu erkennen und zu verwandeln. Aber wichtig ist mir vor allem in diesem Video einfach, dir diese drei Punkte mitzugeben. Hast du alles dafür getan, dass die Beziehung sich verbessert? Und hast du deine Verantwortung und deinen Anteil übernommen? Dann als zweites, weiß dein Partner, dass du dich trennen möchtest, dass du unzufrieden bist? Und als drittes, hat es vielleicht was mit deiner Lebensgeschichte zu tun und vielleicht ein bisschen weniger wie mit dem Partner? Wir Menschen sind so, dass wir erstmal die Verantwortung bei jemand anders suchen, wenn wir Schmerzen haben und wenn es uns nicht gut geht. Das ist erstmal ein ganz, ganz menschliches Verhalten. Nur führt es nicht immer zum Ziel. Und einen kurzen Tipp am Ende noch, trenn dich nie aus einem Streit. Weil da bist du in deinem Emotionalkörper, deinem Partner wahrscheinlich auch. Und das sind meistens nicht die Trennungen, die wir langfristig als gut empfinden, sondern die wir häufig dann auch bereuen und dann geht es wieder zurück und dann wieder hin und her. Wenn du dich trennst, dann trenn dich aus deiner Kraft, aus einem Moment, wo du nicht in einer Emotion steckst. Soweit dieses Video. Ich freue mich über einen Kommentar, stell gerne auch eine Frage, hinterlass gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und ich freue mich, von dir zu hören. Alles Gute für dich.